Moin, willkommen zurück zum Stellwerksimulator Hölle Brühl. Ein Zuschauer hat gewollt, dass ich mal eine bestimmte Uhrzeit spiele und einen bestimmten Tag. Ich entschuldige mich schon voraus, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Ja, 4. Februar will er haben, und zwar den 4., ist ein Sonntag. Ereignisse, Gleissperrungen, ja, Verspätungen. Sieht gut aus. Und Uhrzeit 23 Uhr. Um 0 Uhr soll es so kalt sein, kurz vor 0 Uhr. Und 4. Februar 96 nehmen wir mal. Er hat kein Jahr dazu geschrieben. Und wir starten mal. Verrückt? Fahrplan mit gestrickt? Hä? Das war jetzt ja komisch. So, die GAC hat Verspätung. Plus 21. Und kommt nach Zug IC544. Ja. So, der erste kommt 23:08 Uhr. Alle 20 Minuten kommt ein Zug jetzt an hier. Ja, paar Einzelausnahmen noch hier. Ja, und ab 1:57 Uhr, 2:16 Uhr der nächste und dann kommt 3:12 Uhr der nächste. Eine Stunde Ruhe. Das ist natürlich nicht so schön. So, 23:08 Uhr. Der kommt aus Hürth-Karlscheuren. Ich will mal gucken, wo er war hier. Lange nicht mehr gespielt auf dieses Stellwerk. Brühl. Hürth-Karlscheuren. Kommt von da. Und geht auf Gleis 21. Und dann geht er auf die 1. Dim, 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 dim. GPF1. Das ist hier. Warte mal. GBF21. Wo ist das denn? PBF1. Da geht er nachher hin, ja. Und die 21 ist, kurz mal ranzoomen hier, da oben ist die 21, okay, der fährt einfach nur geradeaus durch. Und da wir ja viel Zeit haben, können wir ja schon mal stellen hier, damit er nicht hier zum Stehen kommt, der Kleine. Dim, 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 dim. Können wir ein bisschen beschleunigen hier. Kommt ja eh nichts im Moment. Irgendwie liegt was unter meiner Tastatur. So. Da, da, dam, dam. 21 kommt eine Regionalbahn. Fährt auch Gleis 21.1 ein. Und der nächste ist ein SE. 222, der fährt andersrum. Einundzwanzig 54, 2:22 und er fährt 21:01. Ich weiß nicht, was er wollte. Oder vielleicht, weil ich jetzt hier irgendwie ein Problem hatte mit dem Kartenladen, dass er da Probleme macht, hier eigenen Streckenplan suchen. Aber das habe ich abgebrochen. Ist natürlich wenig los um die Uhrzeit. Sehr wenig, denn alle 20 Minuten, hier eine Minute, na gut, das ist ein bisschen dichter dran. Der eine fuhr ja 2:22, da stellen wir auch schon mal ein, dass wir da nicht nachher hektisch werden. So. Dass wir da schon mal einen Durchrutschweg haben, beziehungsweise Fahrstraße.
So, die 544 kommt an. Dann können wir gleich für 22 schon stellen, beziehungsweise 21. 22 haben wir ja schon gestellt. Fahrplan einsehen, 222. 222. Ja, und die Uhrzeit ist sehr, sehr ruhig. Da kann man schon mal einstellen. Und ja, vielleicht auch einen falschen Fahrplan eingestellt. Es kann natürlich sein, dass es nicht so ist wie bei dem Herrn, beim Zuschauer. Aber ich werde mal gucken nochmal, nachdem ich hier das beendet habe, die eine Stunde. Werde ich noch eine Folge dranhängen mit einem, mal gucken, wie so ein anderer Fahrplan aussieht da, ob ich da was anderes falsch eingestellt habe. So, 20 nach kommt die nächste Bahn. Wir können ja beschleunigt lassen, da ja jetzt einmal nichts passiert hier. Und die nächste kommt 33:43 und die fahren alle auf Gleis 2 durch. Ja, Erkältung halt. Leider von sehr häufig betroffen. Aber man kann es auch ja auch nicht verhindern. Ne? Macht auch das Job teils mit, weil man viel mit Leuten zu tun hat. Und umso mehr man mit Leuten zu tun hat, umso mehr ist auch die Ansteckungsgefahr größer. So, da wird sich schon die 73:77 angezeigt. Die ist in einer Minute da. Wo ist die Uranus-Uhr? Dahinter versteckt. 21, na, 3 Minuten noch. Noch zwei. Fahrplan einsehen, 2:22, ja, kein Problem. Kurz vor Null soll es gewesen sein, was er sehen wollte. Ja, das meine ich damit, dass man erkältet ist. So, jetzt kommen die 73:77 rein und gleich kommt auf der anderen Seite die 35:68. Und fährt aus Gleis 2. So, da kommt sie an. Jetzt kommen noch drei Sechstemmler. Und die fahren alle auf Gleis 2. Ja, es kann sein, dass ich einen Fahrplan genommen habe und deswegen diese kleine Fenster kam. Weil hier unten das wieder weniger bedient wird irgendwie, weil es noch eine Meise hat. Aber ich schalte gleich nochmal um. Aber immer mache ich bis 0 Uhr. Und eventuell wird es gleich dasselbe werden oder ein bisschen andere Fahrplan. Mal gucken. Ich will ja euch zufriedenstellen. Nach Möglichkeit. Man kann zwar nicht allen das Recht machen, aber ich probiere es mal. 57 Minuten Verspätung. Na toll. Haben wir hier Bauarbeiten? Gleissperrungen. 3:07 Uhr. Na, das will ich nicht mehr erleben. Ja,
So, wir können schon mal fürs nächste stellen hier. Über Gleis 2. Und fährt darüber. Und zwar kommt der 33 an. Ja, 0:40 Uhr kommt der andere an. Das werde ich aber nicht mehr machen. Denn 57 Minuten, ne? Bei so wenig Zugverkehr. Ist auch eine unchristliche Zeit, ne? Um 23 Uhr noch, das ist ja in die Nachtschicht schon, ne? Ich glaube um 21 Uhr, um 22 Uhr fangen die an, die Nachtschicht, und arbeitet bis 6. So, jetzt kommt der 42259 aus Gleis 2. Das ist und das ist hier Hürth-Kalkscheuren. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir wollen mal was testen. Nö. Kann man leider nicht machen, Verspätung melden. Schade. Wäre zu schön gewesen. So, der Zug ist auch schon weg. Na, bei Stufe 4 geht alles schnell. Wer summt da bei meinem Handy wieder rum? Dürfte das? Wer will was von mir? WhatsApp. Okay, da muss ich kurz antworten. So, der nächste kommt gleich rein hier. Ja, hier fahren jetzt leider Brühl. Ich wiederhole, Zug 41748 hat plus 57 und kommt nach 6046. Danke. 60046. Versprochen. So, dann kommt hier gleich einer NEC aus Sechtem. Und der andere hat 6 Minuten. Den schicken wir über 211. Und dann beende ich mal hier Aufnahme und mache dann gleich mal gucken wegen der Zeit, ob da ein Fahrplanfehler drin ist. Am liebsten würde ich über zwei Monitore spielen hier, aber das geht leider nicht mit der Aufnahme. Und dann wird es bei euch nämlich schlechter aussehen. Dann müsst ihr nämlich auch zwei Monitore haben. Und das will ich euch nicht zumuten. Verständlich, ne? Dann mache ich den 09er noch mit hier.
21-1 und den 14er vielleicht noch. Nö, das ist alles dasselbe, ne? Ja, gleich mal wegen Fahrplan gucken nochmal. Ja, ziemlich spät. So, die 22 kommt gleich rein. Dann kommt einer um 0.01 Uhr noch. Den lasse ich auch noch durchrasen. Und dann machen wir kurz Feierabend, wie gesagt. Und mal gucken. Bis jetzt habe ich keine sonderbaren Sachen gesehen hier auf dem Fahrplan. Aber es kann sein, dass ich schon neueren aktiviert hatte. Schon wieder trinken alle. Ja. Wenn man erkältet ist, muss man viel trinken. Heute wird frisch gepressten Orangensaft gemacht. Mit viel Fruchtfleisch, 100%. Sehr, sehr lecker. Für ein Glas 4 Orangen benötigt. Und das ist sehr, sehr wenig. Und der meiste ist ja im Laden verdünnt, aber wenn man es so frisch genießt, ne, ist ganz gut. Manchmal mache ich auch Karotten oder Äpfel rein. Mache ich auch mal wieder demnächst. Oder Birnen, man kann alles reinpacken, auch Karotten. Ich habe so eine Fruchtpresse, Saftpresse auch genannt. Da kann man aus diversen Früchten Säfte herstellen. Aber für ein Glas, 4 Stück, sehr viel Arbeit. Naja, wir lassen ihn noch durchfahren hier. Die 15.11. Und dann werde ich kurz die Aufnahme stoppen. Ich denke mal nicht, dass er das so gemeint hat, wie ich das hier jetzt gespielt habe. Denn das war mir ein bisschen zu einfach. Ich denke mal, es wird hier unten mit zusammenhängen, mit dem Gleis 20 hier unten, Anschluss HGK. HGK ist da unten, ne? Warte mal, Hürth-Brühl, das ist Sechtem. KF ist Hürth-Brühl? Warte mal, ich habe doch eine Zelle hier aufgeschlagen. KBR ist Brühl. Wo ist ein KBR? Ist gar nicht da drauf, ich habe KF hier. Naja, das wird wohl KF sein, ne? Machen wir mal KF nochmal. Aber dürfte dasselbe dran stehen. Wird Zug so wie angenommen, hört Brühl, ja, Entschuldigung. Das ist dasselbe. Ist der Zug schon durch? Ja. Okay, wir sehen uns vielleicht gleich wieder. Mal gucken. Bis gleich. Ciao.